Ja, herzlich willkommen auf Zeugniskultur. So schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bei uns zu Gast zwei Ehrengäste, ein Paar, Antonella und Mimo. Beide haben, ich würde sagen, nicht unbedingt eine ähnliche Geschichte erlebt auf dem Weg zu Jesus, aber doch beide durch Krankheiten. Und auf diese Geschichten sind wir sehr gespannt. Und auf die Geschichten werden wir auch direkt eingehen. Antonella, mit dir hat es angefangen, ne? Genau. Erzähl mal ein wenig. Ihr habt euch 2004, also nicht kennengelernt, aber 2004 habt ihr geheiratet. Genau. Und ab da begann im Prinzip schon fast die Geschichte, ne? So ist das. 2004 im Sommer fing ich an, krank zu werden. Im Mai hatten wir frisch geheiratet. Ja. Und es ging so, dass ich Symptome bekam, dass ich nicht laufen konnte, dass ich nicht stehen konnte, dass ich nicht liegen konnte vor Schmerzen. Das ganze Bewegungsapparat hat nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Kam noch eine Gesichtslähmung dazu und an sich Lähmungserscheinungen. Mhm. Und es war richtig unangenehm, genau. Okay. Unangenehm insoweit, dass du quasi im Alltagsleben nicht mehr leben konntest? Du warst eingeschränkt? Richtig behindert in der Hinsicht, ich konnte meinen Alltag nicht bewältigen. Mhm. Ich lag nur und musste gucken, dass ich so richtig liege, dass ich keine Schmerzen habe. Mhm. Treppe aufsteigen, Treppe runtersteigen ging gar nicht. Mhm. Und medikamentös wollte die Ärztin erstmal nichts machen. Mhm. Genau. Okay. Natürlich kann man mit diesem Krankheitsbild nicht leben und der Weg zum Arzt ist unausweichlich. Genau. Wie war es bei dir? Ich hatte mir wirklich erstmal gedacht gehabt, ja, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt und es wird bestimmt physiotherapeutisch eingerenkt und alles ist wieder gut. Mhm. War aber nicht so und meine Nachbarn im Haus, gläubige Leute, haben mich beobachtet und haben gesehen, wie immer es mir schlechter ging. Und ich selber habe es beobachtet, wie es mir immer schlechter ging. Und innerhalb von 2 Wochen konnte ich fast gar nicht mehr laufen. Mhm. Und dann kam ja diese Lähmung auch noch dazu, die Gesichtslähmung und die ganze rechte Seite. Und dann wurde ich auch endlich ins Krankenhaus eingewiesen. Mhm. Genau. Das heißt, auch äußerlich hat man das mit Sicherheit gesehen, ne? Mhm. Okay, du wurdest ins Klinikum eingewiesen, wurdest dort hingebracht? So sieht's aus. Mhm. An dem Tag war es so, dass es wirklich für mich sehr dramatisch war. Ich kannte Gott noch nicht, also nicht in der Hinsicht, wie man sich's vorstellt. Und ich war auf mich alleine gelassen, weil mein Mann hat gearbeitet, mein Schwiegerpapa hat gearbeitet und mein Vater natürlich auch. Und dann habe ich einfach mit all meiner Kraft versucht, hoch mich zu krabbeln zu den Nachbarn, habe dort geklingelt und sie haben mir dann auch aufgemacht und dieser Mann hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Okay. Jetzt sagtest du, dass du Gott kanntest. Was bedeutet das? Ich wusste, es gibt einen Gott. Mhm. Ich wusste, dass es auf jeden Fall eine höhere Macht gibt. Ich kannte Jesus, ich kannte den Vater und den Heiligen Geist. Mhm. Aber für mich waren sie sehr weit, weit weg. Mhm. Genau. Das heißt, du bist dann schon irgendwie religiös aufgewachsen? Ich bin katholisch groß geworden, aber nur auf dem Papier. Also meine Eltern haben mich nicht christlich erzogen. Mhm. Also außer, du sollst nicht klauen, du sollst nicht lügen. Mhm. Aber den Bezug zur Kirche habe ich selber durch die ganze Vorbereitung zur Kommunion und Firmung gehabt. Okay. Genau. Okay, jetzt bist du im Krankenhaus angekommen. Mhm. Und auf dem Weg zum Krankenhaus oder war das im Krankenhaus? Auf dem Weg dahin. Auf dem Weg, genau. Da ist nämlich auch was Besonderes passiert. Genau, ne? da ist wirklich was ganz Besonderes passiert. Dieser Mann ist ein neugeborener Christ und er hat dann einfach mir die Frage gestellt, darf ich für dich beten? Mhm. Und für mich war ja klar, also schaden wird es mir ja nicht. Und dann habe ich gesagt, mach ruhig. Und als er gebetet hat, habe ich einfach festgestellt, also ich denke, dass mir da ein bisschen die Augen aufgegangen sind, dass eine Autorität da war. Okay. Er hat auf eine Art und Weise gebetet, die ich nicht kannte. Mhm. Also er hat im Namen Jesus gebetet, er hat die Krankheit gebunden, er hat einfach darauf hingewiesen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass er durch seine Striemen er mich auch geheilt hat und er hat es auch für mich in Anspruch genommen. Okay. Genau. Und das hat was in meinem Herzen ausgelöst. Ja, ja. Genau. Und das hast du direkt gespürt im Herzen oder war das einfach eher so etwas Befremdliches? Es hat gut zusammengepasst. Okay. Einerseits habe ich das gekannt, weil ich Gebete gewöhnt war, aber diese Autorität kam dazu und es hat für mich gepasst. Mhm. Es war was
Besonderes. Okay. Ich kann nicht sagen, dass ich übernatürlich was gespürt habe, aber ich wusste, ab dem Punkt passiert was. Okay. Genau, und dann hat dieser Bekannte dir auch noch einen Satz mit auf den Weg gegeben. So ist das. Er hat klipp und klar gesagt, egal was die Ärzte sagen, sei gehorsam, tu das. Wir tun nicht der Medizin Nein sagen, sondern wir nehmen Medizin dankend an. Aber merke dir, du bist geheilt im Namen Jesus. Okay. Und so hat sich das in meinem Herzen, diese Stimme, ich bin geheilt im Namen Jesus, ich bin geheilt im Namen Jesus, blieb in meinem Herzen und in meinem Kopf. Das heißt auch bewusst dieses Absagen der Diagnose, egal was die Ärzte sagen. Genau. Nicht eins machen mit der Diagnose. Genau. Okay. Genau, jetzt warst du im Krankenhaus. Warst du da stationär? Oder? So, ja, genau. Notaufnahme und dann stationär. Und die, also alles, wie sich das gefügt hat, war aus einer höheren Ebene. Also ich wurde sehr gut behandelt. Mir ging es ziemlich zügig wieder besser. Die Krankenschwestern waren selber beeindruckt, wie schnell das alles ging. Und ich hatte so viel Mut und Kraft, dass ich damals meinen Mann ermutigt habe. Genau. Denn die Diagnose, also Spekulationen waren halt MS, Multiple Sklerose und viele andere neurotische Krankheiten, die einfach das Bewegungsapparat richtig behindert hätten. Schon eine schlimme Diagnose, wenn man sie so wirklich annehmen würde. Frisch verheiratet, ja. Das Leben beginnt, ne? Familienplanung so vielleicht und so weiter. Genau. Eigenes, also zusammenziehen, eigener Hausstand und so weiter. Und dann so ein Schicksalsschlag, ja. Das muss man erstmal verarbeiten. Wie lange warst du im Krankenhaus? Übernatürlich nur fünf Tage waren es. Knappe fünf Tage. Keine ganze Woche. Keine ganze Woche. Okay, und du bist dann aus dem Krankenhaus entlassen worden. Mit welchem Krankheitsbild? Keine. Wie geht das? Das frage ich mich auch, aber so war es damals. Ich habe dann zum Schluss gefragt, was habe ich denn? Und dann waren es nur Spekulationen. Okay. Und daraufhin, dass ich auf die Medikamente gut reagiert habe, musste viel Cortison nehmen und andere Sachen, Antibiotikum sehr hoch dosiert. Okay. Aber wie mein Körper darauf reagiert hat, war übernatürlich. Das heißt, nach fünf Tagen vollkommen geheilt. Und wir haben ja vorhin gesprochen, dass es ja auch äußerlich sichtbar war. War das dann auch wieder alles in die göttliche Ordnung eingerückt. So ist das. Gott, die Ehre. Mit Sicherheit gestrahlt ohne Ende, oder hast dich gefreut? Es war für mich ein Geschenk, dadurch, dass auch Thema Kinderkriegen mit Multiple Sklerose sehr schwieriges Thema ist. So, das kommt auch noch dazu. Okay. Ja, ja, sie haben ziemlich zügig uns die ganzen Dramatik erklärt. Und wir haben ziemlich schnell für uns ein paar Sachen auch festgelegt und entschieden gehabt. Da musstest du dich schnell entscheiden, weil wir wussten nicht, welche Therapie ansteht. Okay. Aber Gott hatte das letzte Wort. So schnell, wie ich reingekommen bin, bin ich wieder rausgekommen. Okay. Und dann hast du dich für dich entschieden, dein Leben Jesus in die Hände zu geben. Für mich war klar, dass dieses Gebet im Auto was in meinem Herzen ausgelöst hat. Und als ich gefragt worden bin, wann hast du dein Leben Jesus gegeben, ist mir klar geworden, dass ich an dem Tag im Auto mein Herz für Jesus geöffnet habe, ganz bewusst. Okay. Und dann hast du ja vorhin gesagt, dass du deinen Mann Mimo auch anstecken wolltest. Hat das funktioniert? Mit dem Glauben? Ja. Ich meine, du hast jetzt etwas Übernatürliches erlebt, eine übernatürliche Heilung. Ja, das kann man ja mit menschlichem Verstand nicht erklären. Das heißt, es muss ein höheres Wesen geben, egal ob man Gott kannte oder nicht. Ja. Aber man kannte Gott ja nicht auf diese Weise. Dadurch, dass er ein Realist ist und sehr kopflastig, also als wir diese Diagnose bekommen haben, war es für ihn schon schwer, das zu ordnen. Okay. Und für mich war klar, es wird alles gut. Okay. Und das habe ich ihm zugesprochen. Okay. Genau. Okay. Ja, wie sah denn die Zeit nach der Bekehrung für dich aus? Ich meine, man spricht dann von Gemeindeleben oder Freunde oder man sucht irgendwie Gleichgesinnte. Man fällt ja nicht als Neubekehrter einfach in irgendein Loch und weiß nicht wohin. Ich hatte das Glück, dass meine Nachbarn Christen waren. Sind immer noch Christen, sind aber keine Nachbarn mehr, genau. Okay. Und sie haben mich ganz gut aufgefangen. Sie haben wirklich liebevoll erstmal einfach Beziehungen mit mir aufgebaut nach dieser Situation, nach diesem Geschehen mit dem Krankenhaus. Okay. Wir haben eine Freundschaft aufgebaut. Danach kam der Hauskreis. Der bis heute existiert wahrscheinlich noch, ist es der? Der existiert noch, aber bei Ihnen zu Hause. Und jetzt sind wir so weit, dass wir unsere eigenen haben. Okay. Genau. Und daraufhin kam dann das Thema Gemeinde. Okay.
Voll schön. Mhm. Ein echtes Wunder. Also ich habe Gänsehaut mit dir beim Zuhören. Ich habe das jetzt auch nicht zum ersten Mal gehört, aber das bewegt mich immer noch, wie groß Gott ist und seine Wunder einfach unbeschreiblich. So ist das. Genau, Mimo, bei dir war das etwas träger, sage ich jetzt mal. Ja, du hast es erlebt, du hast es erfahren, aber so richtig ins Herz lassen war da erstmal nicht. Ja? Das hat einige Jahre gedauert, bis du den Titel Samstagsprediger erhalten hast. Wie war der Weg dahin? Bei mir war es ein bisschen komplexer, auch von der inneren Struktur. Ich war ja kein Atheist. Mhm. Ich habe von klein auf schon Bewusstsein für Gott gehabt. Mhm. Ich wusste auch, dass es einen Jesus gibt, dass es Gottes Sohn ist. Aber ich war halt religiös, obwohl ich nicht religiös erzogen worden bin. Also ich wusste, es gibt einen Gott und hatte wirklich Ehrfurcht davor. Als ich das beobachtet habe, ne, weil als Katholik ist ja alles andere ja schon ein bisschen sektenhaft. Ja, ja, ja. Und für mich war das dann schon ein bisschen, wie sagt man, interessant. Ja. Hier ist gebetet worden im Namen Jesu Christi und es ist was passiert. Mhm. Ja. Und es hat mich dann schon gefreut. Und trotzdem wollte ich nicht diesen Weg mit Jesus gehen. Und eins wusste ich schon, wenn ich diesen Weg gehe, dann sind auch meine Gedanken, da muss ich meine Gedanken anpassen, okay, ne, und auch mein Leben verändern. Mhm. Das wusste ich schon. Mhm. Und das wollte ich bewusst nicht. Ja. Und aus dem Grund habe ich dann gesagt, okay, meine Frau geht jetzt in den Hauskreis, sie ist fromm, das heißt, sie ist mal safe. Mhm. Da muss man jetzt keine Gedanken machen. Denn ich habe viel gearbeitet und habe ja auch, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Okay. Das heißt, sie war dann soweit aus dem Rennen. Für mich war das gut und ich kann mein Leben weiter so führen. Und es ging dann schon eine Weile. Mhm. Also 5, 6, 7 Jahre ging das schon. Ich war nicht immer einfach für sie, für meine Frau, da ich auch ja, ab und zu mal auch gestupfelt habe. Ne? Mhm. Du mit deinem frommen, okay, mit deinem frommen Bibelkreis und so weiter. Das italienische Temperament dann, ne? Ja, das kann durchbrechen, okay, das kann schon durchbrechen. Und dann kam die Schwangerschaft, okay, mit meinem Sohn. Okay. Und ich habe gut Kohle verdient. Ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit, ja, wie gesagt. Ja, ja. Bin jetzt nicht in einer Notsituation gewesen, wo man sagt, ich brauche dich jetzt. Das war wirklich so aus dem Alltag raus. Mhm. Eine Schwangerschaft, geht zum Arzt und der Arzt wird auf einmal sehr unruhig. Mhm. Ja, das hat mich wiederum unruhig gemacht. Und dann sagt er, ui, dann müssen wir ein bisschen genauer schauen. Naja, und dieses genauer Schauen hat mich dann wirklich nervös gemacht. Und es gab da noch keine Diagnose, es hieß nur, wir sollten nach Tübingen gehen zu den Spezialisten. So. Also, du bist ein Mann, der über den Verstand geht, du bist eigentlich immer geerdet und auf einmal bekommst du da wirklich so, geh mal nach Tübingen. Ja. War für mich natürlich dann schon eine Nummer. Ne? Gut, wir sind nach Tübingen gegangen und die Diagnose war eine mikrozystische Wucherung in der Lunge. Okay. Die so aggressiv ist, dass das Herz schon verschoben ist. Und 50-50 war die Chance. Für das Baby. Fürs Baby. Naja, dann gehst du auf die Knie. Ja, und ich weiß noch ganz genau, zu Hause, da bin ich, wir hatten auch frisch gebaut und alles, auf die Knie gegangen und habe folgendes Gebet rufen zu Gott. Vater, ich weiß, dass es dich gibt, aber du musst mir helfen. Ich blicke nicht mehr durch. Evangelisch, katholisch. Ja, ja. Ich möchte dich, ich möchte, dass mein Kind gesund wird. Was ist die Wahrheit, ne? Ja, was ist die Wahrheit letztendlich? Und ich mache einen Deal mit dir. Wenn mein Sohn gesund wird, gehe ich mit dir bedingungslos. Okay. Das war der Deal, da ich auch auf damals geboxt habe und ich wusste, es gibt Deals. Ja. Okay. War mir das klar, dass man mit Gott schon so einen Deal machen kann. Das war damals mein Herz, ich wusste, ich kann diesen Deal machen. Mhm. Und es war dann auch so, ich habe dann in dem Moment mir eine Hörbibel runtergeladen und der Vorteil bei mir, ich bin ja Goldschmied, das heißt, ich konnte 8 Stunden am Stück Stöpsel reinmachen und Hörbibel mir anhören. Und es war für mich definitiv so, ich öffne dir die Augen. Okay. Ja. Und ich hatte dann schon meine Begegnung mit Jesus. Und ich wusste ganz genau, ich hatte diese Gewissheit im Herzen, er wird gesund. So. Und diese Metamorphose hat schon angefangen. Ich habe das dann schon gespürt. Für mich war das, als ob wirklich ein Sinn aufgeht, den ich vorher nicht gehabt habe. Und wir sind dann wieder nach Tübingen gegangen und der Arzt sagt, nee, es sieht immer noch so aus. Hat sich nichts verändert. Aber ich wusste,
das ist nicht das letzte Wort. Mhm. Und Gott wird den Deal eingehen, er wird ihn halten. Mhm. Hast du das in dem Moment irgendwie gespürt oder gedacht, dass das vielleicht eine Prüfung sein könnte? Ich meine, in so einer Situation, ja, wenn man mit so einem Glauben ins Krankenhaus fährt und, also ich kenne das auch, wo man denkt so, und jetzt muss die Diagnose so sein, ja, dass die Heilung zumindest sichtbar ist. Mhm. Und wenn man dann so einen Schlag bekommt, ist man dann nicht irgendwie eher so niedergeschlagen und sagt, dann will ich gar nichts mit dir zu tun haben. Aber du sprichst ja jetzt, dass du einen Deal gemacht hast, ja, mit Gott. Das heißt, ich sehe, dass du den Glauben nicht verloren hattest aus der Situation. Nein, ich war mir sicher, mhm, dass Gott heilt. Ich muss dazu sagen, ich habe das mitverfolgt bei meiner, okay, Frau. Genau. Und ich wusste, zwischenzeitlich ist auch meine Schwiegermutter früh gestorben mit 55 an Krebs. Und ich habe da auch gesehen, wie meine Frau sich verändert. Ich habe ziemlich starke Schwägerinnen, mhm, ja, die ihren Mann stehen als, mhm, Frau. Ne? Und die waren fix und fertig. Mhm. Das sind jetzt nicht im Glauben, die waren fix und fertig, wo die Mutter gestorben ist. Aber Antonella als jüngste Tochter hat richtig Power gehabt. Und das hat mich schon beeindruckt, mhm, muss ich schon ehrlich sein. Und auch diese Heilung hat mich ja nicht einfach so ohne Spuren. Yeah. Und ich wusste, also mir war schon klar, dass Gott heilt. Das wusste ich schon. Ja. Und ich wusste, dass dieser Deal zustande kommt. Okay. Ja, das war eine innere Gewissheit, dass er gesund wird. Mhm. Ja, das war auch so eine mystische Begegnung. Und im Moment, wo ich auf die Knie gegangen bin, du hast gespürt, Jesus ist jetzt da. Ja, ich konnte es noch nicht richtig, okay, fassen, mhm, aber ich wusste, es war eine, ja, innere Gewissheit. Und die habe ich festgehalten. Mhm, voll gut. Dann war es das zweite oder das dritte Mal, wo wir dann nach Tübingen gegangen sind. Und war das dritte oder sogar das vierte Mal dann? Also in einem Zeitraum, wo es medizinisch nicht mehr möglich, okay, gewesen wäre. Also, mhm, der Arzt hat uns gesagt, in der und in der Woche müsste es eigentlich besser werden, okay, sonst ist es eigentlich, okay, Zug vorbei. Zug ist abgefahren, okay. Genau, mhm, und in einem Zeitraum, wo es medizinisch, mhm, nicht mehr möglich, mhm, gewesen wäre, da war eher die Diskussion, wird es im Bauch operiert oder, okay, nicht. Oh, und in dem Zeitraum waren wir dann dort in Tübingen. Entschuldigung, wenn ich reinrede, aber es ist jeder Wunsch von jeder Frau ist es, dass man das Kind immer in Ultraschall sieht. Okay. Mhm. Und Uniklinik, das heißt 3D, mhm, also... Klar. Zum Schluss konnte ich alles erkennen, mhm, und ich sehe auf diesem Bildschirm und ich sehe, es ist nicht mehr da. Mhm. Und der Arzt aber hat sich nicht geäußert. Oh, wow. Ja gut, der war baff. Okay. Also diese Szene vergesse ich nicht. Der war sprachlos, okay, ja. Und dann ruft er eine Ärztin noch mit rein und sagt, ja, komm mal bitte mit und schau dir das mal bitte an. Da war was. Ich habe ja alles auch. Und es war alles weg. Definitiv. Halleluja. Für mich war das dann wirklich dann so dieser Durchbruch, mhm, innerlich. Bam. Mhm. Und ich weiß noch, in dem Moment, wo wir dann raus sind, ins Auto eingestiegen sind, die Türe zugemacht habe, war es das Go für mich. Und jetzt gehen wir mit Christus. Ja. Das war der Anfang einer wunderbaren Reise. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hat es schon in sich gehabt. Okay. Denn in diesem Moment hat wie ein Schalter sich umgelegt, mhm, bei mir. Okay. Und ich wusste... Das, was in der Bibel drin steht, das stimmt. Mhm. Ja. Das, was du vorher 8 Stunden am Tag gehört hast, ja, das, was erstmal nur ein Buchstabe war, wurde auf einmal plastisch und lebendig. Und lebendig. Und das Bibelhören hat mich auch verändert, mhm, von Tag zu, okay, Tag. Ja? Mhm. Und diese Power habe ich dann in mir gespürt. Mhm. Wirklich dieses innerliche, mhm, Feuer. Mhm. Und daraufhin, muss man sagen, haben wir eine Brandschneise durch unsere Familie und durch den ganzen Freundeskreis, ja, gezogen. wir haben dann auch eine Heilungswelle gehabt im Freundeskreis. Okay, da gehen wir gleich ein. Ja. Antonella, was mich interessiert in der Zeit, jetzt hat er angefangen, tagelang die Bibel zu hören. Hast, mhm, du die Veränderung in ihm selbst leibhaftig gesehen und erlebt? Schon diese Gewissheit, die er hatte, mhm, dass das Kind gesund wird, mhm, das hast du gerochen in der, okay, Luft. Okay. Und für uns war es klar, unser Kind wird gesund. Mhm. Ich erinnere mich, wie wir mit Freunden am Tisch saßen und wir haben die Freunde getröstet. Also sie haben, oh, geweint wegen unserem Schicksal, und in Anführungszeichen, und wir haben sie getröstet und gesagt, nein, es wird alles gut, weil Gott hat es uns versprochen. Die haben uns angeguckt, so oft, ja, die haben es ein bisschen. Ja, ne? Wow. Aber das war uns egal, wir waren uns sicher. Es gibt ja diesen einen Satz, ich weiß, dass ich weiß, genau, dass ich weiß. Genau, und wenn, genau, Gott spricht, dann ist es so. Dann hat man es fest im Herzen
Und dann trägt man das mit. So ein Zeugnis, oder? Mhm. Da muss man sich einfach mal aus menschlicher, logischer Sicht mal vor die Augen führen. Da sitzen Menschen, die betroffen sind und die haben das Strahlen im Gesicht, aber nicht, weil es dem Kind schlecht geht, sondern weil man die Gewissheit hat Christus. Das ist unglaublich. Ja. Halleluja. So, und du sagtest, eine Heilungswelle ging dann auch durch die Verwandtschaft. Wie sah das aus? Naja, das war ja so. Man wusste ja, dass ich keiner bin, der sich beeinflussen lässt. Mhm. Das war meinem Freundeskreis schon bewusst. Und diese Veränderung war für die erstmal, was ist denn jetzt los? Mhm. Gut, man sah die Heilung von meinem Sohn, der Samuel heißt. Gott hört, Gott von Gott erhört. Und wir fingen an, wirklich für unsere Freunde zu beten. Wir hatten jetzt zum Beispiel im Freundeskreis mit Schilddrüsen Fehlfunktionen. Okay. Wir hatten Paare, die Diagnose des